Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Blissim Frankreich Box für die Monate Juli und August. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Entschuldigung, ich hatte hier gerade irgendwie so ein Klebevieh an meinem Finger. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ich habe die Blissim Box Frankreich im Abo und bekomme sie aus Deutschland, regelmäßig aber auch zugeschickt. Das heißt, ich habe beide noch gleichzeitig, sodass wir auch so ein bisschen vergleichen können. Ne? Das ist für mich eigentlich immer ganz interessant. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass wir das so beibehalten oder ob ihr sagt, Mensch, nee, ist eh einfacher, an die deutsche Box ranzukommen und die ist auch nochmal 3 Euro günstiger. Deswegen brauchst du uns nicht mehr die Blissim Frankreich Box zu zeigen. Lasst mich das gerne einfach mal wissen, denn die französische Blissim-Box kostet 17,90 Euro im Monat. Genau, und sie enthält genauso wie auch die deutsche Box 5 Beauty-Produkte. Jetzt im Sommer, also Juli, August, ist es ein bisschen anders, weil die Franzosen haben halt wirklich dann auch komplett die ganzen Wirtschaftsgedönsen und so, komplett Urlaub, Ferien, keine Ahnung, alle gleichzeitig, ganz verrückt. Und deswegen wird sowohl jetzt hier zum Beispiel die Blissim-Box Frankreich als auch die My Little Box, ist ja auch eine französische Box, ne? Dann immer zusammengefasst. Das heißt, im Juli wird zweimal der fällige Monatsbetrag abgebucht und dafür bekommt man aber auch die doppelte Box, ne? Also quasi die doppelte Anzahl an Produkten, also nicht 5 Produkte, sondern 10 Produkte und so. Und alles ist dann noch so ein bisschen fancy-pansigerer. Wir haben auch tatsächlich dieses Mal eine Tasche mit dabei. Das haben wir auch immer tatsächlich dann Richtung Sommer bei Blissim. Und ich habe jetzt hier einmal das Booklet. Das ist alles ein bisschen, wir haben ja keine Box, wir haben eine Tasche. Und das ist alles so ein bisschen durcheinander. Ne? Wir haben ja auch die Produkte nicht in der Box oder sonst irgendwie. Wir haben die hier in so einem nicht ganz so nachhaltigen Plastikbeutel. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Wir haben hier tatsächlich nicht nur das Motto aufgeführt und die Produkte, sondern halt auch super viele weitere Infos, Fragebögen und so. Aber schade Schokolade, alles auf Französisch. Deswegen ist es halt super cool, dass es die deutsche Variante gibt. Ich setze euch dennoch mal meinen Freunde, wir haben Freunde-Link für die Blissim Frankreich Box in die Kommentare rein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da die Box nämlich ein bisschen günstiger bekommen. Und ihr könnt auch für euch selber entscheiden, welche Version ihr schöner findet, die deutsche oder die französische. Guckt euch da einfach mal verschiedene Videos an. Die deutsche Box ist ja auch relativ frisch jetzt erst dabei. Ne? So, ich habe mich am Anfang eben schon mal hingesetzt und habe das Editorial mir übersetzt, weil es auf Französisch ist. Und ich möchte immer gerne wissen, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken denken. Deswegen habe ich es übersetzt. Ja, Cap au Sud heißt wohl irgendwie sowas wie ab in den Süden. Das ist das Motto der Box und das passt einfach. Es ist bei uns super warm. Ich weiß nicht, wie viel Grad es gerade bei euch sind. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Wir haben es jetzt gerade bei uns 23 Grad um ungefähr 4 Uhr nachmittags. Es ist schon warm. Ihr seht morgen wahrscheinlich auch dieses Video, ne? Ja. Okay, Editorial vorlesen. Ab in den Süden, seine Wärme und seine sanfte Lebensart. Man sieht sich schon im Schatten der Olivenbäume der Provence und der Palmen der Küste faulenzen, während wir eine ultrafrische Limonade schlürfen. Moment, Moment, Effekt. Läuft, ne? Die Sonne im Zenit, Zikaden im Hintergrund, unsere Verano-Maxi-Tasche gefüllt mit Essentials. Unser Sommer verspricht, ruhig und sonnig zu werden. Ich mag einfach diesen Vibe, den die Blissim-Box uns immer so mitgibt. Das ist immer so easy peasy Sonnenschein, wirklich so dieses französische Flair bekommen wie ihr nach Deutschland und gönnen dann die Box und die Produkte erfahren. Weißt du? So. Liebe ich. Und ich war halt auch schon öfters in Frankreich und die haben da einfach eine ganz andere Lebensart und das mag ich gerne tatsächlich. Und ja, los geht's. Nein, wir gucken zuallererst die Tasche an. Die ist riesig, die ist toll. Ich habe letztes Jahr so eine blaue Tasche gehabt. Dieses Mal konnte ich mir auch eine Farbe aussuchen, habe mir hier die grüne Farbe ausgesucht, weil ich mir tatsächlich auch für die Juli-Box der deutschen Variante eine aussuchen konnte. Da habe ich mir dann die pfirsichfarbene genommen. Denn die Taschen, die hier in der Sommervariante drin sind, sind echt voll die geilen, großen, stabilen Shopper. Die sind so geil. Also da habe ich echt meine Freude mit. Du hast ja keine Innentaschen oder sowas, ne? Ich benutze die 1A immer gerne so für... Ja, zum Einkaufen halt. Also Lebensmitteleinkäufe, ne? Ist total genial, kann ich euch voll empfehlen. Dieses Grün ist wunderschön. Mag ich. Finde ich echt klasse. Eine ganz tolle Tasche. Und das feiere ich halt jedes Mal im Sommer dann bei der Blissim-Box.
Und jetzt gucken wir uns mal die Produkte an. Ich raschel einmal und schmeiße sie auf meinen Tisch. Ich glaube, das ist besser so, weil Plastiktüte, das ist ja sowas von überhaupt nicht fortschrittlich hier. Okay, als erstes habe ich von Polar ein Produkt hier drin, Stick Solaire 50+. Das ist einfach so ein Lippenpflegestift. Das kann ich jetzt im Sommer auch echt liebe ich. Also verwende ich super gerne. Kann ich gut gebrauchen, sage ich super häufig diese Wendung, ne? Ja, Sunstroke, Sun reden. Sunstick Very High Protection, ne? Gibt es halt auch von anderen Marken. Da ist Polar halt relativ hochpreisig, aber ich finde es cool, dass es drin ist, weil ich kann es wirklich gut gebrauchen. Dann haben wir hier von Bioderma was drin enthalten. Photoderm Après Soleil, auch das super praktisch. Refreshing After Sun Milk. Sensitive Skin habe ich. Spendet Feuchtigkeit, beruhigt und verlängert diese Tan-Geschichte, die du halt hast, wenn du in der Sonne warst. Und das sind 100 Milliliter hier drin. Das ist auch eine Marke, die jetzt öfters mal in der Blissin-Box drin ist, weil hier haben wir halt auch so etwas andere Marken drin enthalten. Klar, ist eine französische Box, auf dem französischen Markt sind halt vielleicht auch etwas andere Marken angesagt und auch andere Marken in den Drogerien und so weiter zu finden als bei uns, ne? Und Bioderma gehört da auf jeden Fall zu. Das ist halt eine Marke, die habe ich super häufig auch schon in der Blissin-Box gehabt, aber die ist echt gut, ne? Das ist sehr hautverträglich und ja, halt auch gerade diese ganze Geschichte, die jetzt auch After-Sun-mäßig unterwegs ist, ist für mich sehr gut, denn durch die Schwangerschaft bin ich noch sonnenempfindlicher als sonst und ich bin sehr sonnenempfindlich sonst. Ich war letztens ja mit Dalton auf Korfu und habe mich auch immer schön eingecremt und so weiter. Was ich vergessen habe, waren meine Fußrücken und da hatte ich echt einen bösen Sonnenbrand auf meinen Fußrücken. Das tat wirklich weh und ja, da hilft sowas einfach immens bei mir, ne? Genau. So, dann kommen wir zum nächsten. Auch Shairi ist eine Marke, die hatten wir schon öfters mal in der Box drin. Die kommt mir jetzt bekannt vor, tatsächlich eben als Blissin-Box-Abonnentin, ne? Ihr habt mich übrigens damals dazu gebracht, weil ihr gesagt habt, Mensch, Claudi, probier mal die Birchbox aus. Das ist die Mutter aller Boxen, die ist so cool und die gibt es hier in Frankreich. Und guck mal da, Link, bla, ne? Und dann irgendwie ein halbes Jahr später, nachdem ich die Box im Abo hatte, hat die sich umbenannt zu Blissin-Box, hat sogar einen Adventskalender rausgebracht. Hallo? Raste ich natürlich aus, ne? Ist geil. Okay, Shairi. Pure Scrub für Hair and Body. Das finde ich schon wieder cool. Sea Salt and Lemon Organic Prickly Pear and Aloe Vera. Richtig geil. 25 Milliliter. Das werde ich sowas von mit unter meine Dusche nehmen. Dienstags und freitags habe ich immer so einen ganz besonderen Pflegetag, wo ich mir dann halt auch immer so Masken, also Haarmasken und Fußmasken und Handmasken und Bauchmasken mittlerweile auch voll geil mache. Und ja, dann gebe ich mir auch gerne halt sowas vorab so in meinen Haaransatz, dass ich halt so ein kleines Peeling auch richtig habe, ne? Das finde ich cool. Wenn ich das jetzt für Gesicht, für Körper und für Haare gemeinsam verwenden würde, würde mir das zu schnell leer gehen. Deswegen verwende ich das jetzt mal nur für die Haare. Habe ich Bock drauf. Auch das finde ich sehr passend jetzt, auch wenn Limonenduft jetzt nicht ganz so meine Welt ist, ne? Aber es ist halt jetzt gerade passend, weil ich merke es ja selber, ich kriege hier jetzt auch ziemlich viele Unreinheiten. Übrigens, wer sich fragt, was ich im Gesicht trage, super dezent heute, ne? Fullface Lavera kommt morgen online. Macht euch auf was gefasst. Nein, schaut gerne vorbei. Abonniert auch super gerne diesen Kanal, das könnt ihr hier einmal machen. Ja, hier gibt es Schminkies, hier gibt es Unboxings, Reviews, hier gibt es manchmal ein bisschen Paddeligkeit von meiner Seite. Ihr müsst leider damit auch klarkommen, dass es hier Konsum gibt und dass ich auch manchmal ein bisschen Plattdeutsch Sachen mit hier reinbringe, weil es ist einfach so, dass ich hier aus dem Plattdeutschen komme und wir reden hier manchmal halt einfach alle ein bisschen anders, ne? Und dementsprechend, ja, rede ich ein bisschen auch so, wie der Hund mir gewachsen ist. Sorry. Aber gut, wenn du Bock hast, abonniere mich sehr gerne. Falls du mich schon abonniert hast, guck gerne morgen beim Fullface Lavera vorbei. Hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. War cooler, als ich gedacht habe. Auf jeden Fall. Weiß ich gar nicht mal, was ich sagen wollte. Das ist auch ganz cool. Ich freue mich auf jeden Fall über das Produkt und finde es ziemlich cool. So, dann kommen wir zum nächsten. Da habe ich hier etwas. Oh, das ist aber flüssig. Ist das so? Ja, sehr flüssig, ist aber auch sehr warm, ne? La Canopée. Aha. Cleansing and Purifying Black Gel mit Charbon, also quasi Aktivkohle. Abre a the Citron. Was? A-T. Achso, das ist französisch. A-T. Oh Gott. Ja, moin. 100% natürlichen Ursprungs. Das ist auch so eine Sache von der Blissin-Box. Da sind ziemlich viele Sachen natürlichen Ursprungs. Die französische Box hat übrigens auch einen Online-Shop. Da kriegt man als Abonnent die ganzen Sachen, ich glaube, 15% günstiger. Da kriegst du auch Mac und sowas, ne? Das ist
ganz cool. 50 Milliliter habe ich hier drin. Okay, also es ist quasi so ein Reinigungskram fürs Gesicht, würde ich mal so sagen. Ne? Benefit from its purifying active ingredients. Ja, genau. Klärt das Gesicht, ist ein Reinigungsgedönsen. Und Aktivkohle ist ja auch immer so ein bisschen antipickelmäßig, ne? Weil das dann ja auch so abschwellend wirkt. Alkohol hast du hier natürlich auch sehr weit vorne mit dabei. Ich muss mir das noch ein bisschen angucken, aber es sieht auf den ersten Blick jetzt eigentlich so aus, als könnte ich das auch easy peasy jetzt verwenden. Veganes Produkt, 100% natürlich, ist natürlich auch ganz geil, ne? Ja, 100% recycelbar, finde ich auch cool. Ja, ein frisches Gesicht kann man auch auf jeden Fall ganz gut gebrauchen im Sommer, ne? So, passt. Also bislang Produkte, die halt wirklich passen. Soin Cils et Sourcils Le Booster Lash and Eyebrow Conditioner. Mhm. Cosmos Organic von Hugon. Von Hugon hatten wir auch schon öfters was mit in der Box. 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das ist einmal dieses Produkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein, quasi ein Primer sein soll. Oder ob das ein Produkt sein soll, was ich mir quasi als Wachstumsserum auftrage. Mit meinen schnöseligen Französischkenntnissen versuche ich das einmal hier zu überfliegen. Ihr Cible la classe et protège, die sagt aus dem Exterieur, okay, also beschützt gegen äußere Umwelteinflüsse quasi. Les cils et sourcils sont fortifiés, nourris, protégés et revitalisés. Okay, das ist eigentlich eher so, also ist nicht zum Schminken, nee, du machst es dir abends drauf. Sur vos vœux de Marticali, also wenn du es halt sauber alles hast, ne? Und ja. Dann hast du halt so eine Art Vitaminserum, würde ich es jetzt einfach mal ganz grob nennen. Da muss ich mir halt auch nochmal die Inhaltsstoffe angucken. Sieht aber alles sehr, sehr natürlich aus. Steht auch Fett Bio drauf und so ein Kram. Deswegen würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass wir hier Hormone oder sowas oder hormonell wirksame Inhaltsstoffe drin haben. Heißt, sowas kann ich jetzt eigentlich aktuell auch verwenden. Lese ich mir aber nochmal vorsichtshalber durch, was da halt online so steht, weil hier waren jetzt keine Inhaltsstoffe aufgeführt. Hier drauf stehen jetzt auch keine. Und bin ich aber sehr, finde ich cool, weil ich verwende ja normalerweise auch immer Wimpernwachstumsseren und Augenbrauenwachstumsseren, weil ich ja bei den Augenbrauen damals halt einfach zu viel gezupft habe, seien wir mal ehrlich, und einfach auch biologisch gesehen oder von der Familienhistorie her hat meine Familie einfach nicht wirklich Augenbrauen. Also mein Papa hat gefühlt 3 Haare, also als Augenbrauen. Ne? Auf dem Kopf hat er super viele, aber hier Augenbrauen gar nicht. Und das ist halt bei mir einfach erbtechnisch so, wie es ist. Und deswegen versuche ich halt trotzdem so ein bisschen was zu züchten. Das hatte ich dann auch mit den Grande Lash und Grande Brow Seren sehr gut bei mir hinbekommen, sodass ich auch wirklich wunderschöne Wimpern bekommen habe und auch echt gute Augenbrauen. Aber da sind hormonell wirksame Inhaltsstoffe drin. Das heißt, in der Schwangerschaft darf ich das nicht verwenden. Habe ich hier oben auch ein Video mal zugemacht. Schade Schokolade. Deswegen muss ich jetzt auf die natürlichen Varianten zurückgreifen. Und da könnte sowas für mich wirklich so ein kleiner Retter sein. Ne? Ich kann ja mal eben kurz schauen. Ja, das ist so ein Bürstchen. Da hast du auch so eine gelige oder so eine cremige Substanz dran. Boah, das riecht sehr natürlich. Boah, okay, ja, wow. Das riecht wirklich krasser als jede Naturkosmetik, die ich heute in mein Gesicht gegeben habe. Was für die Haare habe ich hier mit dabei? So, Coconut Cuddle. Ich liebe solche Beschreibungen, also solche Namen. Brave New Hair, Hair Cream mit Kokosnussöl, Quinoa und grüner Walnuss. 50 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist eine Haarcreme, die Feuchtigkeit spenden soll. Aha, also sowas gibt man sich da meistens, nachdem man die Haare gewaschen hat, in die, also so ab Ohrläppchen, ne, in die Längen und Spitzen rein, damit die Haare genährt werden. Sowas ist für mich halt aktuell vielleicht auch eine ganz geile Geschichte, weil aufgrund des Wetters habe ich halt super trockene Haare, was natürlich positiv bewirkt, dass ich nicht mehr so häufig Haare waschen muss. Also ich mache das nicht mehr jeden Tag, ne, aktuell. Und ja, vielleicht wäre das mal so eine Sache, aber ich mag nicht so gern Kokosduft. Das ist mein Problem, ne? Bislang habe ich Haaröle verwendet. Vielleicht ist das hier mal eine Alternative. Probieren geht über Studieren. Dann habe ich hier als nächstes so ein festes Produkt. Nee, doch nicht. Oh, könnte gegebenenfalls ein dekoratives Kosmetikprodukt sein von Floss. My Everyday Eyeshadow. Okay, 1,5 Gramm haben wir hier drin enthalten. Never tested on animals, also tierversuchsfrei sind die halt auch, ne? Von Floss hatte ich auch mal so Lippenprodukte mit drin. Monolidschatten ist eigentlich echt nicht meine Welt, weil ich bin eigentlich, heute mal nicht, aber sonst eigentlich sehr gerne sehr bunt unterwegs. Eine schöne Farbe, wo mich das Verpackungsdesign sehr an Colourpop erinnert, muss ich sagen. Tokyo
steht hier drauf, scheint dann die Farbbezeichnung zu sein, ne? Also auch dieses Jahr sammle ich wieder ja alle Monolidschatten, die ich durch Boxen, durch Adventskalender, durch dies, das, Ananas irgendwie hier bei mir zu Hause eintrudeln lassen habe. Und bastelt euch daraus einfach so einen Monolidschatten-Adventskalender, der dann zum Ende des Jahres verlost wird. Ich muss gucken, wie sich das alles überhaupt verhält mit Kindkriegen und so, weil Mitte November ist bei mir Date. Aber ja, theoretisch ist das cool. Theoretisch würde ich es auch in meinen Full-Face-Beauty-Box mit aufnehmen, was ich monatlich abdrehe, euch dann zeige und wo ich euch die einzelnen Produkte oder Anwendungen zeige, die dann eingetroffen sind. Könnte vielleicht halt auch, nee, dafür ist es halt auch zu schimmern, ne? Also als Blush ist er dann doch zu schimmernd. Das habe ich eben so als kurzen Gedanken gehabt. Nee, dafür ist er mir zu schimmernd. Ja, der wird weiter wandern. Na, ist für euch positiv. Für mich schade Schokolade, ne? Dann habe ich hier von Jean en Provence Vervin Argume Duschöl, also quasi ein Duschöl, was nährend ist. Ja, finde ich cool. Nur leider mag ich den Duft nicht. Das sieht mir nämlich nach Minze und Zitrone oder Limette oder Limone oder so aus, ne? Das ist überhaupt nicht mein Ding. 100 Milliliter sind hier drin. Öle und ich sind aktuell sowieso so. Ich öle mich ein von hier bis Knie, weil, ne? Keine Streifen haben wollen und so. Ja, geiler Satz. Yoda. Mhm. Manchmal ist er auch bei mir am Start. Orange und Zitrone ist hier nämlich drin. Und ich mag nicht so gerne zitrische Düfte. Wobei es natürlich ist, wenn es richtig heiß ist und ich dann abends unter die kalte Dusche gehe, ja, tatsächlich bin ich dann kein Warmduscher, dann gebe ich mir auf den Körper halt auch gerne dann so Düfte, die so frisch sind. Und da könnte das gar nicht so verkehrt sein. Und dann ist es auch eigentlich ganz geil, wenn das so klein ist, ne? Da muss ich mir noch Gedanken zu machen. Na, das muss ich mal gucken. Das muss ich mal gucken. Das muss ich, wie gesagt, mal gucken. Dann habe ich hier ein Produkt, das hatte ich letztens erst in der, war das nicht auch in der Bisschen Deutschland Box drin? Von Madara, Lichtschutzfaktor 30. Habe ich im letzten Full Face Beauty Boxen, glaube ich, verwendet. Oder will ich das noch verwenden? Habe ich verwendet, ne? Ja, habt ihr gesehen. Age Defying Sunscreen mit Lichtschutzfaktor 30. Und hier hast du halt die Farbe Invisible Nude. Hier haben wir 10 Milliliter drin. Das ist die kleine Größe. Und in der deutschen Box hatten wir die große Variante drin. Ja, dann würde ich einfach das hier auch in meinen Full-Face Beauty Boxen für den Monat Juli mit aufnehmen. Also jetzt nicht diese Tube, weil ich habe die ja schon einmal da und angebrochen. Ja. Was ich dazu sagen kann, ist mir persönlich zum aktuellen Zeitpunkt ein Müh oder ein Tick halt zu dunkel tatsächlich. Aber ich bin halt auch super hell, ne? Also ich habe jetzt auch die hellste Foundation-Farbe und so weiter drauf. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ganz geil, weil du das auch dick auftragen kannst. Das hat nicht diesen Foundation- oder BB-Cream-Effekt, sondern es ist halt wirklich wie ein Lichtschutzfaktor, den du aufs Gesicht gibst, der eine leichte Tönung mit dran hat. Das ist auch nicht so super abdeckend oder so. Es hat halt eine leichte Tönung mit dabei. Weil normalerweise ist es ja so, dass das Gesicht vielleicht ein Tick heller ist als der Körper. Normalerweise ist das so, weil du ja normalerweise einen dicken Lichtschutzfaktor im Gesicht auch trägst und dementsprechend das Gesicht halt auch nicht braun wird oder ne, sich sonnentechnisch halt verändert. Und deswegen ist es ganz geil, wenn du dann halt das Gesicht ein bisschen an den Körper anpassen kannst, dich aber trotzdem nicht irgendwie mega Krawuff-Krawäm schminken willst, sondern einfach nur so einen Hauch vorne ins Gesicht haben willst, da ist das schon geil. Also theoretisch cooles Produkt, ne? Freue ich mich irgendwie auch, dass es drin ist, aber ich habe es halt schon da. Und das Letzte, was ich hier in der Box Tasche, was auch immer drin habe heute, ist von Green Barbet Urban Nature eine Tagescreme, die Feuchtigkeit spenden soll, mit Hyaluronsäure und weißem Tee. Okay, 98% natürlichen Ursprungs, 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das ist eine schöne, also das sieht so klein aus, ne? Aber 30 Milliliter ist ja schon mal eine gute Größe, da kann man sich nicht beschweren. Und ja, finde ich auch gut, dass wir halt im Prinzip nur ein Gesichtspflegeprodukt in dieser Box drin haben und ansonsten halt wirklich dieses, da kommen wir gleich im Fazit auch zu, ne, dieses bunt gemischte. Ja, hört sich für mich auch wirklich so an, als würden viele das tragen können, als wäre das halt auch für viele verschiedene Hauttypen geeignet. Sowohl trockene Haut braucht Feuchtigkeit, als auch ölige Haut braucht Feuchtigkeit tatsächlich. Und ja, sympathisch, ne? Auch wenn die Tube jetzt nicht unbedingt sexy ist, wenn ich ehrlich sein darf. Ihr Lieben, das war es jetzt hier mit dem Unboxing von der Blissine Box in der Sommeredition. Ich persönlich vermisse ein bisschen dekorative Kosmetik. Ja, wir hatten hier einen Mono-Lidschatten mit drin. Ich hätte mir aber gerne mehr wünschen wollen. Auch wenn es im Sommer heiß ist und es dann auch heißt, dass man sich weniger schminkt, heißt das ja nicht, dass ich das nicht tun würde. Ne? Also ich persönlich, für mich persönlich, ist ja keine Claudi Box.
ist die Blissy Box, hätte mir mehr Schminke gewünscht. Ja, vielleicht noch eine Mascara drin. Oder ja, im Prinzip, ja gut, wir haben ja auch den getönten Lichtschutzfaktor. Eigentlich haben wir ja 2 von 10 Produkten, aber trotzdem. Ich will das jetzt so. Ansonsten haben wir halt wirklich, das finde ich halt so geil, wir haben keine Doppelung oder so. Wobei dieses, nee, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Ich dachte erst Bioderma so aus dem Augenwinkel, ist ja auch was zum Gesicht reinigen. Nee, ist ja abrissant. Nö, schön. Also eine schöne, ne, Box. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, wie ihr das so findet, weil ich finde einfach diesen Mix sehr cool. Erfahrungsgemäß, ich weiß gar nicht, woher immer diese tiefe Geschichte kam, ist es so, dass wir dann, wenn der Sommer vorbei ist, also Juli, August, dann im September die Box bekommen wieder, ne, und die dann regulär kommt, dass da meistens irgendwas Knallermäßiges drin ist, ne? Also das ist irgendwie auch so, ne, jetzt so Richtung Weihnachten geht die Party nochmal richtig hart ab, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was wir da drin haben werden. Richtung Weihnachten, sagte sie und hatte 25 Grad draußen. Wow, ihr Lieben, ich fand die Box toll. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Ich feiere diese Tasche. Das ist für mich sowieso schon mal extrem wert, weil das die Einkaufsbag schlechthin ist. So robust und so geil halt einfach, ne? Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... ja, Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!